Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Wer in den 80er Jahren christlich und friedensbewegt war, der kam um sein Symbol gar nicht herum. Das Bild eines kräftigen Mannes, der ein großes Schwert mit schwungvoller Geste in eine Pflugschar umschmiedete, gehörte ganz selbstverständlich zu jeder Demonstration gegen Aufrüstung und für Frieden. Unser Gast ist der Mann hinter diesem Zeichen. Es gibt viele Legenden um dieses Zeichen herum. Er wird es uns heute erklären können. Heute ist der Oberlandeskirchenrat im Ruhestand. Ich hoffe, dass der Titel stimmt. Das würde er mir aber gleich sagen. Harald Bretschneider, herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja, der Titel stimmt. Ah, bin ich ja schon mal froh. Haben wir das schon mal geregelt. Aber so ganz klar, wo das Zeichen nun genau herkommt, wissen Sie. Aber es gibt unterschiedliche Legenden. Wo kommt es her? Das Zeichen selber kommt tatsächlich von einer russischen Plastik, die Jewgeni Vucetich, ein Bildhauer, 1958 für die Weltausstellung in Brüssel gemacht hat. Ah, ja. Und dieses Zeichen ist insofern weiter von Bedeutung, als Herr Chruschtschow als Staatsmann bei seiner berühmten Rede, die er mit seinem Schuh unterstützt hat, vor der UNO, hat er von diesem Zeichen eine Kopie machen lassen. Und die hat er mit nach New York genommen. Das ist so, dass der liebe Gott darüber garantiert gelacht hat. Denn das hieß ja, dass der atheistische Staatsmann Chruschtschow ein christliches Symbol dem christlichen Abendland gebracht hat. Ja. Und diese Kombination dann aus, also mit, verbunden mit dem alttestamentlichen Bibelwort, das, war das dann auch schon vor der UNO oder ist das von ihm dazu gekommen? Die Verbindung zu dem alttestamentlichen Bibelwort Micha 4,3, die hat auch schon bei dem Denkmal eine Rolle gespielt, wobei die Russen dieses Denkmal anders benannt haben. Sie haben nämlich gesagt, wir werden die Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Insofern haben sie das Wort entfremdet. Aber dieses Bibelwort war ein Wort, was mich sehr berührt hat und von dem ich der Überzeugung bin, dass es tatsächlich die Diktatur ins Wanken gebracht hat. Und Sie sind es aber, der das dann sozusagen das Bild aus New York auf den Aufkleber gebracht hat und es kombiniert hat und es dann unters Volk gebracht hat. Also das muss noch ein bisschen differenzierter gesagt werden. Schwerter zu Pflugscharen, dieses Bibelwort hat natürlich in der Friedensbewegung in Holland eine Rolle gespielt, auch in anderen Ländern. Aber für die Situation in den 80er Jahren habe ich es tatsächlich als Symbol gewählt. Die, und zwar in der DDR. Ne? Das in der DDR. Mhm. Und zwar angesichts der ungeheuren Militarisierung in der ganzen Welt, aber besonders auch in der DDR. Angesichts des Truppeneinmarsches in Afghanistan durch die Russen, angesichts der Modernisierung der russischen Raketen, auch der amerikanischen in der Bundesrepublik, war es für die Jugendlichen so, dass sie ungeheuer geängstet waren, weil sie wussten, wenn hier ein Ernstfall eintritt, dann sind wir diejenigen Leute, die das mit dem Leben bezahlen. Und insofern war eine besondere Reife der Zeit vorhanden, dass Jugendliche sich mit Fragen des Wehrdienstes existenzieller auseinandergesetzt haben, überlegt haben, ob sie tatsächlich den Wehrdienst leisten können. Die Wehrpflicht war in der DDR seit 62 eingeführt worden. Und das bedeutete, man setzt auf das Gleichgewicht der Kräfte oder ob sie den 1964 eingeführten Bausoldatendienst tun wollten. Sie wollten damit ein Zeichen setzen. Die Bausoldaten hatten einen goldenen Spaten auf den Schulterstücken. Müssen wir gleich noch erklären, was Bausoldaten sind. Aber erst noch mal zurück zu dem Zeichen. Also Sie haben es dann aber irgendwann, wie haben Sie es denn umgesetzt? Also wie ist es dazu gekommen, dass es dann plötzlich auf den Aufklebern war? Also erstens muss ich dazu sagen, die Aufkleber sind eine westliche Erfindung. Aha, okay. Ich habe das auch mal mitgebracht, dass Sie das also nachvollziehen können. Der westliche Aufkleber sah so aus. Aber der ist erst gemacht worden, nachdem wir in der DDR dieses russische Denkmal
auf die Lesezeichen für die Friedensdekade gebracht haben, die wir 1980 initiiert haben. Damals habe ich formuliert, Frieden schaffen ohne Waffen, Schwerter zu Flugscharen. Und da ist also dieses russische Denkmal abgebildet. Und weil die jungen Menschen, die es nicht bloß in die Schule mitgenommen haben und sich mit den Lehrern auseinandergesetzt haben. Die Lehrer haben plötzlich angefangen, die Bibeln aus den Vitrinen ihrer Großmütter zu holen, weil sie ja nicht wussten, ob das wirklich drinsteht, ob das stimmt. Und dann kam es zu ganz intensiven Diskussionen in den Schulen. Und weil die Jugendlichen es aber eben nicht bloß in die Schulbücher gelegt haben, sondern auf ihren Parker genäht haben, bin ich dann 1981 zur zweiten Friedensdekade zusammen mit Manfred Domrus auf die Idee gekommen, das als Aufnäher zu gestalten. Und da ist faktisch dieser Aufnäher entstanden, der also keine Klebefläche hat und der aus Vlies war. Aber dazu vielleicht dann noch ein bisschen mehr. Jetzt wissen wir schon eine ganze Menge und wissen vermutlich wesentlich mehr, als manche Leute heute auf der Straße noch wissen. Aber wir haben mal die Leute in Hamburg gefragt, was sie denn überhaupt von der Aktion oder von diesem Satz Schwerter zu Pflugscharen wissen. Schauen wir uns mal die Antworten zusammen an. Schwerter zu Pflugscharen, das ist der Spruch der Friedensbewegung gewesen. Weil in der DDR wahrscheinlich einiges einfach schief ging und dann muss ja immer jemand geben, der dagegen ist. Man wollte freier leben, reisen, raus. Ja, weil DDR nicht so cool, ne? Und mehr Frieden ist cooler. Tja, was sagen Sie dazu? Sind ein paar Halbwahrheiten beiden, ne? Also so richtig getroffen hat es eigentlich niemand, oder? Doch der Erste. Der Erste hat, glaube ich, schon Wesentliches benannt. Wie gesagt, angesichts der Militarisierung und angesichts der Tatsache, dass der Europäische Jugendrat wegen der Militarisierung in ganz Europa einen Abrüstungstag empfohlen hat, fühlte ich mich in besonderer Weise angesprochen. Warum? Als einer, der 1945 am 13. Februar aus den Trümmern eines zerbombten Hauses von seiner Mutter herausgezogen worden ist in Dresden und der den brennenden Himmel über der Stadt und den flüssigen Asphalt bis zum heutigen Tag nicht vergessen kann. Sie haben mit meiner Frau gesprochen. Sie weiß, dass ich Lagerfeuer überhaupt nicht leiden kann. Das hängt einfach damit zusammen, dass wenn Sie eine bestimmte Größe haben, tatsächlich diese lebendige Feuerwolke des am Himmel wieder vor meinem geistigen Auge. Das ist wie so eine Art Trauma. Da das ist wie eine Art Trauma, ja. So, also so wie Sie das jetzt bisher erzählt, also diese Prägung, da müssen wir nochmal genauer gleich hinschauen, wie das da war 1945, wenn Sie dazu bereit sind. Aber auf der anderen Seite, das, was Sie zuvor erzählt haben, klingt das ja so, als wäre das eigentlich alles ganz normal gewesen und überhaupt gar kein Problem, in der DDR solche Aktionen zu machen. So ist es aber doch noch nicht gewesen, oder? Als Friedensbewegung, war das im Untergrund oder wie haben Sie sich organisiert oder wie sind Sie zusammengekommen? Wie hat sich das dargestellt? Also es war überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist so, dass in der DDR diese totale Militarisierung auch des Wirtschaftslebens sich natürlich entwickelt hat. In ganz frühen Jahren, 1948 bin ich zur Schule gekommen, wurde in der Schule geschworen, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ich selber bin davon betroffen gewesen, dass in Leisnig, wo ich nach dem Ausgebombtsein in Dresden gelebt habe, die russischen Panzer permanent um die Ecke unseres Hauses gefahren sind. Und als ich da wieder einmal in die Schule ging, nahm ein Panzer die Ecke unseres Hauses weg mit und die Kanone schaute in das Wohnzimmer. Und mein Banknachbar Niles, der das von außen gesehen hatte, der hat das in der Schule gemalt. Der aus der russischen Gefangenschaft zurückgekehrte Neulehrer hat zum Beispiel diese Zeichnung von Günter Niles gesehen, stürzte sich darauf, zerriss sie und ließ uns alle aufstehen und schwören, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen. Das ging da zu der Zeit noch. Das war damals geradezu die Grundintention. Alle Menschen hatten den Krieg satt. 10 Jahre später war ich auf der Oberschule und hatte
von dem Direktor der Schule den Auftrag, mich freiwillig zur Armee zu verpflichten. Die DDR hat ja später als die Bundesrepublik die Wehrpflicht eingeführt. Und sie wollte das alles freiwillig erreichen. Freiwillig verpflichten. Und diese freiwillige Verpflichtung bedeutete eben, dass der Direktor versuchte, alle jungen Männer zu einer freiwilligen Verpflichtung zu bringen, damit er 100% das anmelden. Da hatte der Wind ganz schön gedreht schon erzählt. Da hatte der Wind völlig gedreht. Ich habe damals den Wehrdienst verweigert und nicht unterschrieben. Das bedeutete aber, dass ich nicht Architekt werden konnte, was ich eigentlich werden wollte. Und dann ging das weiter, dass 1962 die Wehrpflicht eingeführt wurde. Das war also ein Jahr nach dem Mauerbau. Insofern konnte niemand mehr weg. Und alle, die den Wehrdienst verweigerten, wurden 2 Jahre bzw. 1 Jahr und 8 Monate eingesperrt. Ah ja, also richtig im Gefängnis. Richtig im Gefängnis. Aha. Und weil da ungefähr 7000 Wehrdienstverweigerer bereit waren, sich ins Gefängnis einsperren zu lassen, ist es dann nach intensiven Verhandlungen mit der Kirche und nach intensiven Auseinandersetzungen im Warschauer Pakt, also in dem die DDR eingebunden war, dazu gekommen, dass die Baueinheiten geschaffen worden sind. Die Baueinheiten waren ein waffenloser Dienst, der aber vollständig in die NVA integriert war. Das waren aber die Bausoldaten? Das waren die Bausoldaten, okay, die in den Baueinheiten ihren Dienst taten. Aber was bauten die denn oder wo kam denn her? Ja, das ist nun genau die Schwierigkeit gewesen, weswegen viele den Bausoldatendienst als einen komplizierten Kompromiss gesehen haben. Ich bin, nachdem ich auf Großbaustellen erst zivil gearbeitet hatte, dann eingezogen worden zu den Bausoldaten, weil es zu bekannt war, dass ein Pastor auf dem Bau nicht so besonders geeignet wäre. So dachte man. So dachte man. Und da habe ich einen Feldflugplatz mit meiner Kompanie bzw. mit den Baupionieren zusammen wieder aufbauen müssen, auf dem wir zu Beginn noch die Bombenkörper des Ende des Zweiten Weltkrieges gesehen hatten. Die Russen hatten diesen Feldflugplatz zerstört und jetzt wurde er wieder aufgebaut. Und insofern war es eben tatsächlich eine sehr spannende Zeit. Aber wie war das denn für Sie? Also dadurch haben Sie ja dann, also gut, ja, kann man das, ja, Wehrdienstverweigerung war es ja im Grunde, ne? Dann waren Sie Bausoldat, aber haben dann ja praktisch auch wieder dazu beigetragen, ne, indem Sie also das Feld bereitet haben, wo dann Krieg geführt werden konnte, beziehungsweise also wo der Armee gedient wurde. Da haben Sie aber gesagt, ich habe so viel auf mich genommen, ihm blieb gar keine andere Wahl, oder? Was wäre geschehen, wenn Sie sich dem auch verweigert hätten? Dann wäre ich inhaftiert worden. Ah, okay. Und diese hätte ich gemacht, weil mir der Pazifismus so wichtig war und weil ich bis zum heutigen Tage denke, mit Waffen ist kein Frieden herzustellen. Aber die Tatsache, dass eben bei den Baueinheiten ganz viele Christen waren, die haben mich dann entscheiden lassen, doch zu überlegen, ob ich zu den Baueinheiten gehe. Zumal der Betrieb, in dem ich gewesen bin und die mit meiner Arbeit sehr zufrieden waren, mir gesagt hat, versuch doch mal, ob du die Baueinheiten nicht zur Beseitigung von Planschulden unseres Betriebes bekommen kannst. Und faktisch mit diesem Auftrag auf der einen Seite von dem Betrieb und mit der inneren Gewissheit, dass ich für die Bausoldaten eben auch als Pastor da sein sollte, bin ich dann zu den Baueinheiten gegangen. Und wir haben dann zum Beispiel miteinander Bibelarbeit auf der Flugbahn gehalten, weil wir keine andere Möglichkeit gehabt haben. Und die Bedeutung der Texte aus dem 2. Jesaja, tröstet, tröstet mein Volk, waren tatsächlich
Trostworte, die den Bausoldaten gut getan und ihre Situation verkraften geholfen haben. Das hat Sie dann eher bestätigt, dass Sie da den richtigen Weg gegangen sind. Ich gehe davon aus, dass das richtig war. Auch wenn das vermutlich ja nun für Sie bedeutet, Sie haben eben schon gesagt, Sie wären am liebsten Architekt geworden, das war aber gar nicht möglich. Und nach diesem Bausoldatendasein hat das vermutlich nichts verändert. Da hatten Sie auch nicht mehr viele Chancen, oder? Deswegen, also nicht nur deswegen, das wäre natürlich jetzt unsinnig, aber Sie sind dann Pastor gewesen, das war aber auch möglich. Na, ich bin... Also erstens bei diesen Baueinheiten gebeten worden, mit meinen Fachkenntnissen im Bau, in der Bauwirtschaft einen Bauablaufplan zu erstellen, der faktisch für diese Fertigstellung des Flugplatzes hilfreich war. Und den durfte ich sogar als Bausoldat im Kommando für Luftverteidigung vertreten. Da waren Sie fast doch wieder Architekt. Obwohl ich eigentlich als Bausoldat nicht mal ein Auto fahren durfte, weil wir nur mit dem Spaten arbeiten sollten. Und bei dieser Vorstellung meines Bauablaufplanes für diese Geschichte hat mir der ganz hohe Offizier im Kommando für Luftverteidigung gesagt, ich würde sich sofort an die TU nach Dresden als Architekt empfehlen. Unglaublich, ja. Aber leider ging das nicht. Nee, dann habe ich gesagt, und führe mich nicht in Versuchung. Ah, ja. Und habe es abgelehnt, bin also weiter Bausoldat geblieben und bin nach dem Bausoldaten... Ach, das war von ihm ein Angebot? Das war von ihm ein Angebot. Ah, ja. Also ich will damit sagen, es hat durchaus Leute gegeben, auch in der DDR, die versucht haben, verantwortlich zu denken. Ich bin nach den Bausoldaten dann wieder auf die Großbaustellen gegangen. Es war nicht gelungen, die Bausoldaten dafür freizustellen, dass sie Planschulden unseres Betriebes beseitigen konnten. Das hat mich also vor den Kadi gebracht, also vor den Staatsanwalt gebracht. Und ich musste an dieser Stelle dann aufhören, diesen Weg zu verfolgen. Man kann ja im Nachhinein immer nur wieder staunen, was Menschen auf sich genommen haben, um bestimmten Idealen zu folgen. Aber für Sie ist es ja offenbar so gewesen, dass dieses einschneidende Erlebnis am 15. Februar 1945, 13. so dominant war, dass Sie gar nicht anders konnten. Könnte man das so sagen? Oder hätten Sie sich dann selbst verraten? Oder wie kann man das erklären? Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt. Die Tatsache, dass ich da gerettet worden bin und 20.000 Leute in Dresden ungefähr umgekommen sind, die hat mich immer beschäftigt, bis ich entdeckt habe, vielleicht hat Gott das deswegen so werden lassen, weil diese Errettung eine Verpflichtung für das Friedensengagement geworden ist. Und gerade als ich dann als Landesjugendpfarrer 1979 berufen worden war und die Situation, wie eingangs beschrieben, sich weiter zugespitzt hatte, gerade in dieser Zeit war mir dann deutlich, hier musst du jetzt etwas tun. Und in diesem Zusammenhang habe ich angeregt durch den Europäischen Jugendrat, dass in allen Ländern Europas ein Abrüstungstag entstehen soll, mich engagiert und in Abstimmung mit den Landesjugendpfarrern und in Abstimmung mit der Kommission kirchlicher Jugendarbeit Zuarbeit und Entwürfe gemacht für eine Friedensdekade, die eben 10 Tage zwischen dem Volkstrauertag und dem Bußtag gehen sollte. Da sind wir aber schon bei 1980 wieder. Da sind wir jetzt bei 1980. Das hat Sie also so durchgezogen. In der Situation über die Jahrzehnte hinweg, sind Sie immer Pazifist geblieben oder hat es auch mal Situationen gegeben, wo Sie gedacht haben, hier müsste man was machen? Es gibt so etwas wie gerechten Krieg. Also für meine Begriffe gibt es keinen gerechten Krieg. Die theologische Formel vom gerechten Krieg ist allerhöchstens für geschichtliche Situationen gängig gewesen, wo die Totalvernichtung nicht in der Weise möglich war, wie das heutzutage möglich ist. Ich möchte heute lieber also vom gerechten Frieden sprechen. Okay, das heißt, Sie sind gegen das, was man gerechten Krieg genannt hat, zur gegenwärtigen Situation, weil das zur totalen Vernichtung führen würde. Richtig. Okay. Klassische Beispiele sind dann ja immer sowas wie in Ruanda, hätte man doch. Ja.
Oder natürlich auch gegen die Nazis hätte man doch. Aber da sagen Sie, das muss man dann in der Konsequenz auf sich nehmen, dass solche Dinge da trotzdem geschehen? Oder wie rechtfertigen Sie dann den Pazifismus? Also zunächst sehe ich in dem Pazifismus ganz eindeutig auch von dem biblischen Wort her eine Vision. Denn die Micha-Stelle, Micha 4,3, beginnt ja damit, dass der Prophet wie eine Vision hat, nämlich dass Gott die Völker richten wird und die Heiden zurechtweisen wird und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Sie werden die Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Spieße zu Sicheln machen. Und kein Volk wird wieder das andere das Schwert erheben. Diese Vision habe ich versucht, mit meiner Wehrdienstverweigerung tatsächlich durchzuhalten, weil eben dieses biblische Wort, das machen sich ja die wenigsten Menschen bewusst, auch in einer Situation gesprochen worden ist, wo die Situation völlig aussichtslos zu sein schien. 701 vor Christus, der assyrische König Sanherib belagert Jerusalem und die ganzen Militärberater sind wild entschlossen, den König Hiskia dazu zu bewegen, dass er neue Truppen aushebt, neue Bündnispolitik beschreibt etc. pp. Und sie versuchen, auch wenn sie teilweise ihr eigenes Kapital schon ins Ausland geschafft haben, eben tatsächlich die militärische Situation zu stärken. Ja. Der Sanherib schreibt in seine Tagebücher, ich machte den Hiskia zum Gefangenen in seiner eigenen Residenz wie einen Vogel im Käfig. Und in diese Situation, wo also alle Militärberater sagen, du musst jetzt aufrüsten, wir müssen uns wehren, in dieser Situation tritt der Micha mit diesem prophetischen Wort auf, eingebunden in die Einladung zur Buße, zum Umdenken. Und dieser wunderbare Text zeigt also, wie ein prophetischer Mann versucht hat, den mächtigen König Hiskia auf eine andere Bahn zu bringen. Und das Erstaunliche, das muss ich Ihnen jetzt noch sagen, ist also, dass tatsächlich der Hiskia nicht den militärischen Beratern folgt, sondern dem Wort des Micha. Und das noch erstaunlicher ist, als er also in der Buße lebt, verkünden plötzlich die Wächter von den Mauern, der Sanherib zieht ab. Also es war eine erfolgreiche Strategie. Es war eine erfolgreiche Strategie. Man sieht es Ihnen ja heute noch an, wie Ihre Augen leuchten, wenn Sie davon erzählen. Ja, das ist ja auch eine aufregende Geschichte. Ist es ja auch. Und die Frage ist für mich jetzt nochmal, also zum einen war dieses Erlebnis Februar in Dresden, 45. Waren Sie da schon Christ oder haben Sie dann für sich danach einen Weg gefunden, wie Sie gesagt haben, so kann man mit solchen Ereignissen umgehen. Also Micha ist ein Weg und als Christ kann ich das überwinden. Oder kam das schon aus einer christlichen Haltung heraus? Also ich war getauft. Ansonsten ist mit 3 Jahren noch nicht so sehr viel mit eigenen Bekenntnis. Wie alt Sie sind. So alt können Sie gar nicht gewesen sein. Rechnen. Die Frage, dass ich als Christ eben dann entdeckt habe, dass meine Errettung möglicherweise auch verbunden ist mit einer Verpflichtung. Das hängt mit meinem Christsein oder Werden zusammen. Also es war eine Deutung im Nachhinein. Es war eine Deutung im Nachhinein. Ja, ja. Also ich wollte nur noch mal sagen, die Micha-Stelle mit dieser Geschichte, die ich gerade eben versucht habe, ins Kürze zu skizzieren, hilft uns oder half uns jedenfalls in der DDR zu hoffen, dass in der geschichtlichen Situation Gott wirklich die Möglichkeit hat, Geschichte zu verändern, neue Dinge zu gestalten und dass er das Unmögliche möglich macht. Deswegen glauben Sie es heute auch noch? Also Sie haben ja dann auch im Nachhinein noch vieles erlebt. 89, 90 nochmal Wendejahre, Geschichte hat sich nochmal verändert. Nun wird ja von manchen Leuten heute immer wieder gesagt, ja, jetzt sind wir eins und so, aber das ganze Engagement ist weg, bürgerschaftliches Engagement ist weg. Wir sind alle so ein bisschen Konsumenten geworden und ein bisschen dekadent und so. Wie deuten Sie das von heute aus gesehen, wenn Sie da so zurückblicken? Gibt es da immer noch so Dinge, wo Sie sagen, aus christlicher Verantwortung muss ich das und das jetzt tun? Hat sich Ihr Engagement für den Frieden erhalten oder geht das alles einen Schritt zurück oder geht es in eine andere Richtung jetzt, die Sie möglicherweise als wichtiger empfinden?
Also für mich geht es in die gleiche Richtung weiter, weil ich zum Beispiel in der Afghanistan-Situation auch nicht sehen kann, dass die Waffen besondere Entwicklungen hervorgebracht haben, ohne dass ich das jetzt im Einzelnen aussagen kann. Für Afghanistan brauchen wir eine zivile Aufbauperspektive viel stärker als eine militärische Invasion. Wir brauchen eine realitätsnahe Abzugsperspektive, damit wir auf der einen Seite tatsächlich die Hilfe nicht, die mit dem Einmarsch auch verbunden war, nämlich dass Schulen gebaut worden sind etc., damit wir diese Hilfe nicht wieder verlieren und kaputt machen. Und dass wir auf der anderen Seite aber ganz deutlich machen, die Afghanen haben ein Recht, ihre eigene Demokratie zu gestalten, ihre eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse zu entwickeln. Ein schönes Beispiel dafür, dass Sie auch heute noch aktuell an Ihren Erkenntnissen festhalten und sozusagen ein Kämpfer bleiben, wenn es nicht so ein komisches Wort wäre in diesem Zusammenhang, Kämpfer für die Pflugscharen und gegen die Schwerter. Das ist so, ja. Danke, dass Sie uns davon erzählt haben und uns ein wenig Mut gemacht haben, auch so alte biblische Wörter ernst zu nehmen und sie immer noch heute zu erkennen als etwas, was man in die Gegenwart übersetzen kann. Alles Gute Ihnen. Danke für Ihren Besuch. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es dann wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.